Wir wollen doch mal darüber nachdenken, warum diese Stadtratssitzung zum Ende der letzten Sitzung so aus den Fugen geraten ist. Wir haben ein Thema beraten sollen, und zwar in aller Knappheit. Es war klar, dass wir ein so umfangreiches Thema gar nicht richtig ausdiskutieren können. Es wurde noch aufgemacht. Das Präsidium war nur mit zwei Personen besetzt. Und dann ging es darum, hier einen Antrag der Grünen und der Linken durchzubringen. Um nichts anderes ging es da. Um Auseinandersetzung mit anderen politischen Meinungen, da hatten Sie doch gar kein Interesse mehr dran. Und dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, in welche Situation Sie uns als Stadtrat mit diesen Anträgen bringen. Sie stellen einen Antrag, uns gegen eine übergeordnete Behörde gerichtlich versuchen durchzusetzen. Und alle wissen, es wird dort kein Ergebnis geben, was uns in irgendeiner Art und Weise dem Schülerticket näher bringt. Wir werden dort verlieren. Das ist so sicher wie nur irgendwas, weil ganz einfach das Geld nicht da ist. Und das ist der Hintergrund Ihres Antrages, den Sie da in aller Schnelligkeit, obwohl klar war, dass der Stadtrat dazu eigentlich nicht mehr bereit war, obwohl klar war, dass wir am Montag schon eine lange Sitzung hatten, am Donnerstag die nachfolgende Sitzung hatten. Und diese Rechnung mit 5 Stunden hin oder her, das stimmt doch alles gar nicht. Und ich verwahre mich auch dagegen, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise demokratische Regeln verletzt haben. Sie haben demokratische Regeln verletzt, indem Ihr Präsidium es nicht geschafft hat, diese Versammlung verantwortungsvoll zu Ende zu bringen. Das ist Ihr Präsidium. Gut. Ja. Es ist Ihr Präsidium. Es ist Ihr Präsidium. Von uns sitzt da niemand. Da sitzen jetzt Linke und Grüne. Das ist auch gut so. Ich habe da nichts dagegen. Aber sicher ist eins, und das gehört zur Selbstkritik dazu, wenn ein Präsidium eine solche Situation wahrnimmt, dann gehört das in eine andere Richtung. Dann muss gesagt werden, wir schaffen das heute nicht mehr, wir lassen das. Nein, es musste weiter abgestimmt werden, selbst nachdem Zander gegangen ist, selbst nachdem wir gegangen sind und selbst nachdem nochmal jemand von uns gesagt hat, ist doch gar keine Beschlussfähigkeit mehr. Das hat überhaupt nicht interessiert. Und das ist unverantwortlicher Umgang mit dem, was hier eigentlich passieren sollte. Im Sinne der Bürger von Magdeburg ist das überhaupt nicht. Das ist vielleicht im Sinne ihrer Ideologien, aber sonst gar nichts. Letztes Wort von mir. Wir hatten uns getroffen, die Fraktionsvorsitzenden, und haben uns darauf verständigt, dass wir diese unleidliche Diskussion, mit der heute die Würde des Stadtrats eigentlich noch mehr beschädigt wird, als das ohnehin schon war mit der letzten Sitzung, dass wir die vermeiden. Das war allgemeiner Konsens. Das war allgemeiner Konsens. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Vielleicht haben Sie nicht richtig zugehört. So, ich habe gesagt, unsere Fraktion hält sich völlig zurück, wenn keiner was aufmacht. Ich habe gesagt, okay, wir rechnen damit, dass Herr Zander seine Meinung dazu äußert, das halten wir aus. Aber wie wurde denn eröffnet? Wie wurde denn eröffnet? Entgegen aller Absprachen. Und das ist nicht akzeptabel. Und ja, das kommt noch hinzu. Und ich hoffe, dass wir diese leidige Sache jetzt zu Ende bringen, indem wir jetzt einfach abstimmen und dann Ihre unseligen Anträge ablehnen werden. Vielen Dank.